Also, wenn man eine Sportstadt, gibt es sicher mal 3-4 Varianten vom Hockey. Ob man ganz links steht, in der Mitte, eher ein rechts oder ganz rechts. Bei mir ist es jetzt ziemlich in der Mitte, ein bisschen rechts. Und dann für mich ist das Wichtige, wenn ich als Sportler stehe, gut durchschnaufen, den festen Stand haben, mit dem Bein stehen bleiben, fixieren. Und dann, was ich beachte, ist, dass ich wirklich schön den Pfeil immer vor meinen Augen habe und schön durchziehen kann. Wenn ich den Pfeil habe, ist für mich jetzt etwas speziell. Ich habe eigentlich am Schaft hinten. Also eigentlich sollte man wirklich ein bisschen zentral den Pfeil haben, dass er fliegt. Aber meine Eigenschaft ist wirklich beim Schaft hinten. Und eben, wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sauber steht und nachher wirklich schön durchzieht. Und so haben wir dann auch den Erfolg und trifft das Triple 20. Jetzt zeige ich es noch kurz von der anderen Seite, wenn ich den Pfeil habe. Wirklich eigentlich am Schaft, den Mittelfinger ein bisschen als Stützung und mehr nicht. Aber eben, es ist eigentlich nicht zum Empfehlen, sondern man sollte es wirklich ein bisschen weiter vorne haben, dass man wirklich mehr auch gut kann ziehen oder lernreich sein soll. Ja, aber das Schöne ist ja, mit dem zeigst du ja auch, dass es keine Regeln gibt. Jeder hat den Pfeil so, wie es für ihn passt. Das ist ja so, ja. Also jeder muss seinen Erfolg wirklich selber finden. Ob das vom Pfeil haben ist oder weitere Details. Ja.